So, meine Lieben, jetzt geht es um den Song Only Hope von Mandy Moore oder Switchfoot. Ich weiß nicht, wer den Song zuerst gemacht hat, wer von wem gecovert hat. Auf jeden Fall, die beiden haben das irgendwie gemacht. Ich spiele euch das jetzt mal kurz an, damit ihr gleich wisst, worum es geht. Das wird die super Anfängerversion sein, obwohl sie Barré-Griffe enthält, aber so toll, wie ich das in einigen Covers gesehen habe oder sowieso im Original, kriege ich das auf gar keinen Fall hin. Also das hier wird die super Anfängerversion werden. Und wenn ihr mit dem jetzt hier gleich einverstanden seid, dann könnt ihr weiter gucken. Und wenn ihr meint, das ist totaler Kokolores, dann schaltet einfach aus. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt. Ich lasse das Intro weg, weil das Intro wird so ganz schwierig gezupft und ganz komische Griffe. Ich schreibe euch diese Tab-Dinger da unten gleich in die Infobox rein. Aber wir fangen jetzt an mit der ersten Strophe. There's a song that's inside of my soul. Irgendwie so. Also. So habe ich mir das vorgestellt, Anfängerversion, wie gesagt. Trotzdem hört es sich ein bisschen komisch an, weil immer noch diese blöden Barré-Griffe dabei sind, die ich immer noch nicht anständig greifen kann. Ja, so, wenn ihr das so lernen wollt, dann bleibt jetzt dran. Ansonsten gibt es ganz viele, naja, auf jeden Fall ganz viele Cover-Songs. Tutorials, glaube ich, nicht so viele. Aber ihr findet sicherlich auch ein Tutorial auf Englisch. Vielleicht sogar auf Deutsch, ich weiß nicht, ich habe gar nicht geguckt. So, und zwar brauchen wir jetzt für die erste Strophe, ich gucke nochmal ganz schnell aufs Intro. Aber das wird irgendwie ganz komisch gezupft. Da habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht. Wir fangen an mit der Strophe. Und zwar brauchen wir dafür ein E-Moll, ein G, ein B-Moll, Sie, ach Quatsch, ein B-Moll. Ist einfach zweiter Bund gesperrt und dahinter greift ihr ein A-Moll. Dann ein E-Moll, dann ein C9. Ist so wie ein G, aber jeweils den unteren Finger eine Seite hoch und die oberen Finger jeweils eine Seite runter. Ich greife das aber immer so. Dann nochmal ein G, dann nochmal ein C9 und jetzt ein B. Ist zweiter Bund gesperrt und im vierten Bund greifen wir einfach ein A. So, und diese sieben Griffe werden viermal wiederholt. Und dann ist der Akkordwechsel immer im gleichen Rhythmus, sag ich mal, also keine verschiedenen... Ah, mein Hockerchen! Keine verschiedenen... Ja, da muss ich jetzt ohne Hocker legen. Wartet mal. Das stört mich jetzt. So, also, keine verschiedenen Abstände zwischen den Griffen, sondern immer gleich und zwar ziemlich schnell. Also ihr macht... Ich habe down, down, up, down, up. Pro Griff, down, down, up, down, up. Und dann gleich zum nächsten. Also E-Moll, down, down, up, down, up. G, down, down, up, down, up. Dann das B-Moll, down, down, up, down, up. E-Moll, down, down, up, down, up. C9, down, down, up, down, up. G, C... Also C9 meine ich natürlich. Und dann nochmal B. Ich hasse Barré-Griffe. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over it. Ich habe damit erst vor 10 Minuten angefangen, also das Üben liegt an euch. Bei mir klingt das noch grauselig. Ich zeige euch nur, wie ihr es machen könnt und ihr übt dann halt 3-4 Stunden oder vielleicht auch nur 20 Minuten. So viel zur Strophe. Dann kommt der Chorus. So I lay my head back down. Dafür brauchen wir jetzt E. So I lay my. Dann kommt B. Head back. Dann A, doppeltes Drumming, okay, also bei E und B nur einmal das Drumming und beim A doppelt, sollte ich mir vielleicht immer auf meine Spickzettel schreiben.
Meine Finger sind voll eingefroren. Ich glaube, es sind so 18 Grad hier drin, aber es ist irgendwie zu kalt für mich. Ich fühle mich ganz, ganz eingefroren. Also, E, down, down, up, down, up, down. Wie habe ich das gemacht? So, down, down, up, down, up, down. Dann das B, down, down, up, down, up, down. Und dann das A. Ich schreibe das jetzt nicht auf. Ich mache das noch einmal für euch und ihr müsst euch das jetzt eben aufschreiben, wenn ihr das so strummen wollt. Also E, down, down, up, down, up, down. Dann das B, down, down, up, down, up, down. Und dann das A. Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down. Okay, dann das E. And I lift my hands. And I down, down, up, down, up, down. Das B. Down, down, up, down, up, down. A. Pray to be. Jetzt kommt ein Cis Major 7 oder so. Das ist normalerweise ganz leicht, wenn man vielleicht noch größere Finger hat als ich. Und zwar ist das, warte mal, ich muss mal eben gucken. Das war irgendwie... Aber das klingt kacke. Also sucht euch das sonst raus bei Chordfind, Cis Major 7 oder so. Ich spiele das so, vierter Bund gesperrt und dahinter greife ich ein A-Moll. Ich weiß gar nicht, welcher Griff das ist. Vielleicht ist das jetzt auch nur ein... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt das so. So. Vierter Bund gesperrt und dahinter ein A-Moll greifen. Und ich finde, das passt. Und dann ist es, also dieses A. I pray to thee. Und dann halt vierter Bund gesperrt. Oh, I pray to thee. Wieder dieses... Ich weiß nicht, wie der Griff heißt. Only yours. Und jetzt wieder das hier, nein. I know my only hope. Das ist ein B. Ah, drüben. Also nochmal zusammen. So I lay my head back down. And I lay my hands down. Oh Gott. Dann kommt die nächste Strophe. Die ist genauso wie die erste Strophe, aber natürlich anderer Text. Sing to me the songs of the stars. Steffi hat die Melodie schon wieder vergessen. There's a song that's inside. Und das müssen wir jetzt mal hier transportieren. Sing to me the songs of the stars. Na, 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 na. Das war ja falsch. Ja, ist auch egal. Das macht ihr jetzt, also genauso wie die erste Strophe. Dann nochmal der Chorus, genauso wie gerade eben. Dann kommt... Und dann, ja, da kommt noch ein ganz kurzes Instrumental dazwischen, aber das habt ihr hier mit Tapsing geschrieben oder der, das kann ich nicht lesen. Das lassen wir einfach weg. Wie gesagt, Anfängerversion, da muss man ein paar Kompromisse eingehen. Und dann kommt die Bridge. I give you my apathy. I'm giving you all of me. Das ist jetzt D. Ja, das müsste ich jetzt theoretisch nochmal anmachen, weil ich die Melodie schon wieder vergessen habe. Das darf ich ja nicht. Also ist auf jeden Fall D. I give you my... E. Es ist D und E-Moll. Habe ich mir das überhaupt aufgeschrieben? Nö. D, E, Moll, D, E, Moll, D, E, Moll und dann Fis 7, das ist mein dober Griff. Zweiter Bund gesperrt, das muss ich selber eben gucken. So. Also, zweiter Bund gesperrt und dann im ersten Bund nach der Sperrung, sage ich jetzt mal, auf die dritte Seite. Mit dem Mittelfinger und mit dem Ringfinger im zweiten Bund nach der Sperrung auf die fünfte Seite. Das ist jetzt ein Fis 7.
Klingt komisch. Gut. Und danach machen wir ein B. Dann ein A. Dann nochmal ein B. Dann nochmal ein A. Und dann nochmal ein B. Und dann wird der Chorus nochmal repeated. Ja. Ich kann euch das jetzt leider gerade nicht vorspielen, weil ich nicht weiß, wie die Melodie da ist. Aber es ist nur D im Moll, D im Moll, D im Moll. Dann dieses Fis 7 B. Dann A, B und A, B. Vielleicht kann man anstelle des komischen Fis. War das jetzt so? Oh Gott. Nee, schade. Ich hab gedacht, vielleicht kann man da auch schummeln und ein A machen. Ja, ihr kriegt das schon hin. Wenn ihr den Song spielen wollt, dann müsst ihr das hinkriegen. Ich höre jetzt auf, das wird ja immer schlimmer. Übt das schön fleißig, länger als 10 Minuten. Zumindest bräuchte ich dafür 10, länger als 10 Minuten. Und ich schreibe euch gleich alles in die Infobox. Viel Spaß damit. Adios.